Ein knackiges Sci-Fi in die Runde, mein Name ist Adelware und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, die Bismarck ist da und ich dachte mir so, wir kaufen sie jetzt hier live und zack, haben wir sie schon mal gekauft. Und dann werden wir sie jetzt noch gemeinsam ausbauen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal frei boosten, sind nur noch 100.000, die uns gefehlt haben. Und dann werden wir jetzt hier alles auf die Secondary machen, weil ich ja schon gestern im Stream beim Sven gesagt habe, dass die Secondary mindestens 10 Kilometer schaffen müsste. Und das werden wir uns jetzt hier reinhauen. So, Ziehmodifikation ist auch drin, Motoren auch. Und dann gehen wir hier nochmal auf die Secondary, dass die natürlich nochmal schneller nachladen kann. Ja, die Secondary ist mir lieber. Hauptbatterie, klar, 12 Sekunden schneller nachladen ist geil, aber 13 Sekunden langsamer drehen, nee, das ist es mir nicht wert. Hier können wir wieder alle drei Sachen einbauen. Und dann sollten wir jetzt sehen, dass sie natürlich jetzt hier mit dem Rumpf B aussehen wird, wie die Tüppels. Ja, tut sie auch. Natürlich hat sie nicht die Torpedowerfer und ich glaube, sie hat auch nicht das komische Deck. Nee. Nee, sie hat immer noch das ganz normale Bismarck-Deck. Ja, hier seht ihr sie, meine Freunde. Die Bismarck ist komplett fertig. Jetzt gucken wir uns schon mal die Stats an. Die Standard-Stats. Und ihr seht jetzt schon, dass sie 9 Kilometer Reichweite der Secondary hat. 86 Punkte auf die Artillerie, 62 auf die Flugabwehr, Manövrierbarkeit 46 und Tarnung 31. Das werden wir natürlich jetzt noch ein bisschen pushen, denn wir werden jetzt den Hipper drauf machen. So, Moment, werde ich mal hier... Ach nein, garantiert nicht das Schiff verkaufen. Um Gottes Willen. So, jetzt machen wir hier mal den Hipper drauf. Der Hipper ist bei mir schon auf Level 16 und Legendenstatus 2. Und jetzt gucken wir uns die Stats nochmal an von der Secondary. Ihr seht, Artillerie 90 Punkte und 10,2 Kilometer. Nachladezeit 2,7 Sekunden. Also das Ding ist eine richtige Waffe, was die Secondary angeht. Also da sollten auch die Zerstörer aufpassen. Aber wir werden jetzt auch nochmal den Siliax drauf machen, weil der Siliax natürlich die Spezialfähigkeit hat für die Secondary. Und ihr seht, wir sind hier schon bei 10,8 Kilometer. Und der Silias ist bei mir nur auf Stufe 11. So, da seht ihr auf jeden Fall, dass die Secondary auf jeden Fall noch auf 11 Kilometer ausgebaut werden kann. Also richtig böse. Die ist richtig böse. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Container öffnen, damit wir hier die französischen Schlachtschiffe mal erspielen können. Achso. Das Video zur Bismarck kommt auf jeden Fall die Woche. Ich werde jetzt nach dem Video hier erstmal ein bisschen zocken und hoffen, dass ich euch natürlich hier ein paar schöne Runden beibringen kann, zeigen kann mit der Bismarck. Und dann werden wir sehen. Also die Woche wird auf jeden Fall sehr interessant für euch. Ich denke mal, ich versuche, dass ich zwei Videos die Woche fertig kriege. Eins mit der Bismarck und eins mit einem französischen Schlachtschiff. So, jetzt ziehen wir hier erstmal die Kisten. 30. Oh, wir haben jetzt hier schon den ersten Kapitän. War eine Kapitänskiste. Emil, Guaprate, was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich ihn essen kann. Ich muss erstmal dann nachher gucken, was es überhaupt für ein Kapitän ist. So, machen wir mal weiter hier. Noch war kein Schlachtschiff drin. Das finde ich schon mal sehr bedauernswert. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ja über 30 Kisten. Naja, wir haben ja noch ein paar. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier das... der Zufallsgenerator doch noch mal ein bisschen bearbeitet wurde, dass man nicht ganz so schnell die Schiffe zieht. Weil ich glaube, dass hier sind nämlich alles große, das müssten alles große französische Kisten sein. Und ihr wisst, bei den Deutschen habt ihr euch dieses 14er Paket gekauft gehabt und da waren sie alle drin. Das sieht hier nicht sonderlich gut aus, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob wir sie doch noch kriegen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir sie nicht kriegen. So langsam könnte ja mal ein Schiffchen kommen. Ja, als wieder Geld, Booster und. Ich möchte Schiffe, meine Freunde. Ich möchte Schiffe. Ja, immer noch keins. Ja, für Tarnung ohne Ende. So, 20 Kisten haben wir noch. Jawohl, endlich unser erstes. Die Normandie, Stufe 5, Schlachtschiff. Die werden wir uns gleich nach dem Kistenziehen auch nochmal alle angucken. So, nein, immer noch keins. Also bis jetzt haben wir nur eins. Und wir haben schon, ja, gleich 15 Kisten gezogen. Also ihr seht, das Zufallsprinzip ist diesmal wirklich sehr ausgeweitet worden. Also diesmal hat man nicht mehr so viel Glück wie mit den Deutschen. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil man so natürlich sehr viel Geld investieren muss. Jawohl, hier ist die zweite. Das ist die Corbett, oder wie die sich schimpft. Stufe 3 war das, glaube ich, jetzt, ne?
Haben wir schon mal zwei. Dann fehlen noch zwei. Ach, jawohl, sehr schön. Da ist die Bretagne. Stufe 4. Und dann fehlt nur noch Stufe 6. So, meine Freunde, ich werde euch jetzt mal ein bisschen spoilern. Wir haben zwar noch 14 Kisten. In den 14 Kisten werden wir sie nicht ziehen. Ich habe mir danach nochmal 40 Kisten geholt. Also ich hatte über 60 Kisten. Und in der allerletzten Kiste war sie da mal drin. Also das Zufallsprinzip hat mir jetzt hier bei dem Franzosen überhaupt nicht gefallen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Also, wenn ihr euch ein 12er Päckchen holt und es fehlt eins, lasst es. Weil ihr gebt einen Haufen Kohle aus. Dann wartet einfach. Es ist natürlich ärgerlich. Ich habe mich auch sehr geärgert. Ich habe auch schon im Discord gefragt gehabt, ob man eventuell vergessen hat, die Lion in die Kisten zu packen. Aber mir wurde versichert, dass sie in den Kisten drin ist, dass ich nur 4 Pech hätte. Aber wie gesagt, nach 60 Kisten war das schon wirklich sehr grenzwertig. Also es war wirklich mein letztes Päckchen, was ich gekauft hatte, wo ich mir gesagt habe, nee, es reicht mir jetzt, das ist mir echt viel zu doof. Und da war sie in der letzten Kiste drin. Ja, ihr seht es, ne? Also wir kriegen jetzt hier wirklich nur noch Geld und Booster. Hier haben wir halt nochmal eine Kapitänskiste. Müssen wir nachher auch mal gucken, was das überhaupt alles für Kapitäne sind. Da ist noch einer. Also haben wir jetzt, müssten wir jetzt schon 4 Kapitäne haben, glaube ich. So, noch 4 Kisten. Ja, das ist nämlich eine normale französische Kiste. Also die großen sind so ein bisschen abgerundet, die normalen sind so viereckig. Ich glaube, das war es so, ne? So, 2 Kisten. Aber ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen nach den 60 Kisten. Ich habe das nochmal reingeschnitten, also wir werden jetzt hier auch gleich nochmal die Lion ziehen. So, hier ist noch die tägliche Kiste. Da ist natürlich keine Lion drin. Aber ist nicht schlimm. Also ich habe mich wirklich sehr geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das ist die letzte Kiste und ihr seht, ich habe nur Mist gezogen gehabt. So, hier haben wir jetzt nochmal die letzten 4 Kisten. Das war von dem letzten Päckchen, was ich mir gekauft hatte. Und ich hatte schon wirklich einen Hals, weil ich schon wieder dachte, Alter, das kann doch nicht sein, dass sie immer noch nicht dabei ist. Also das kann nicht sein, ne? Die müssen sie vergessen haben. Also ich war wirklich, wirklich sauer. Ihr seht, ich habe nur noch 2 Kisten. Und, ja, jetzt kommt die letzte Kiste und da war sie Gott sei Dank drin. Aber da war ich dann natürlich dann ein bisschen erleichtert. Ne, das ist die vorletzte Kiste. Jetzt kommt die letzte Kiste. Und dann hatte ich sie, Gott sei Dank. Da ist sie. Gott sei Dank. So, jetzt gucken wir uns die Schiffe einfach mal alle an, würde ich sagen. Wir fangen hier mit der Corbet, was auch immer, an. Überleben 46 Punkte. Ist jetzt nicht so viel. Aber gut, man muss auch bedenken, ist eine Stufe 3. Hier seht ihr nochmal Feuerreichweite 14 Kilometer, 30 Sekunden Nachladezeit. Boah, eine Minute für die Drehgeschwindigkeiten, das ist schon ordentlich, ne? Also, ich bin sehr gespannt drauf. Flugabwehr hat sie sehr, sehr wenig. Manövrierbarkeit ist sie auch nicht sonderlich geil. Aber die Tarnung ist sie ziemlich, ziemlich gut. Sie geht erst bei 12,8 Kilometern auf. Das ist schon mal sehr geil. Gut, gehen wir weiter auf die Bretagne. Sieht so ein bisschen aus wie die König, finde ich. So, Überleben 49 Punkte. Ihr seht, 400 mm Panzerung, das ist verdammt viel. So, Artillerie 73 Punkte. 30 Sekunden Nachladezeit, 15,3 Kilometer Reichweite und 9300 Punkte waren es bei der AP. Ja, ich bin hier ein bisschen schnell. Ihr könnt aber gerne pausieren und dann seht ihr es. Also Manövrierbarkeit, sie sind ziemlich träge, die 3er und 4er von den Franzosen, aber der Tarnwert ist sehr, sehr gut. Und halt, ja, die Panzerung ist extrem, ne? Jetzt gucken wir uns die Normandie an, Stufe 5. Ich habe sie natürlich euch auch schon gleich alle ausgebaut. So, guck mal hier, 58 Punkte, auch wieder 364 mm Panzerung, das ist ordentlich. 16 Kilometer Reichweite, 30 Sekunden Nachladezeit und 45. Also die Türme sind relativ langsam und die Nachladezeit auch relativ hoch. Aber wie gesagt, eine gute Panzerung. Oh, hier Stufe 5 ist sogar auch in der Manövrierbarkeit sehr, sehr gut unterwegs. Also da bin ich sehr gespannt. Jetzt hier ist die böse, böse Lion, die mich sehr, sehr geärgert hat. So, 360 mm Panzerung hat sie. Dann Feuerreichweite 16,1 Kilometer, 30 Sekunden Nachladezeit. Ja, 9500 Schaden, okay. Flugabwehr hat sie natürlich ordentlich. 65 Punkte ist verdammt viel. Manövrierbarkeit 37 Punkte ist so lala. Naja, meine Freunde. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Kreuzer an. Die habe ich nämlich auch schon alle. So, hier ist die Jurien oder wie sie heißt. Ich nenne sie einfach mal Jurien. So heiße ich nämlich auch.
Ja, ihr seht, da ist noch nicht so sonderlich viel. Finde ich auch relativ uninteressant. Zumal ihr seid eh alle habt. Ne? Dann gucken wir uns jetzt mal die Froyant an. Überleben 22 Punkte, Artillerie 32 Punkte, 11,7 Kilometer. Das ist schon viel. Also, das ist schon viel für Stufe 2. Ladezeiten. Oh, er hat sogar Torpedos. Flugabwehr ist natürlich wieder sehr begrenzt. Manövrierbarkeit 61 Punkte. Ja, ich gehe hier mal ein bisschen schneller durch, weil ich natürlich euch auch nicht zu sehr spoilern möchte, weil die Schiffe werde ich nach und nach alle in einem Video präsentieren und da natürlich auch hier nochmal ordentlich drauf eingehen. Also Überleben 31 Punkte, Artillerie 43 Punkte, das ist in Ordnung. Stufe 3 finde ich das wirklich gut. Torpedos 21 Punkte. Ja, geht so. Ladezeiten ist sehr, sehr hoch. Flugabwehr so gut wie gar keine vorhanden. Also wenn die Flugzeugträger drin sind, dann wird es extrem böse. Aber Manövrierbarkeit ist sehr, sehr gut. So, gucken wir uns jetzt hier mal die Emily Bertin an. Emilie Bertin. 32 Überlebenspunkte, 48 Artillerie, Torpedos 13. Ja, die Torps sind wirklich nicht so pralle. Flugabwehr 29, aber Manövrierbarkeit. Also das Ding geht ab wie die Hölle. Und Tarnung 61 Punkte ist auch wirklich gut. So, sind wir bei Stufe 5, La Galisone, wie auch immer. Also die französischen Namen sind gar nicht meins. Überleben 35 Punkte ist verdammt wenig. Artillerie 51 ist sehr, sehr gut. Aber Überleben 35 Punkte, also da wird die nicht viel aushalten. Das ist so eine Pensacola auf Französisch. Ja, Manövrierbarkeit 60. Also Manövrierbarkeit ist bei den Franzosen wirklich der Hammer. Und halt auch die Geschütze. Aber sie haben halt hier bei den Kreuzern nicht sonderlich hohe. Oh, guck mal, da überleben 46 Punkte, das ist auch wieder relativ wenig. Artillerie 64 ist wieder sehr gut. Torpedo 17 ist wieder so lala, das ist wieder sehr makaber wenig. Ja, Flugabwehr hat sie hier diesmal aber sehr viel. Manövrierbarkeit 57 Punkte ist auch in Ordnung. Und Tarnung 52 Punkte ist auch klasse. So, dann gehen wir mal auf Stufe 7. Das war eben auf Stufe 6, nicht 5. Ist die Charles Martel. Die sieht sehr, sehr geil aus. 50 Punkte ist auch relativ wenig. 69 ist schon sehr, sehr geil. Ja, das zieht sich so durch, ihr merkt es. Also, sie haben nicht viel Leben. Also, sie haben auch keine sonderlich krasse Panzerung. Aber dafür haben sie eine sehr, sehr böse Artillerie. Und sie sind extrem manövrierbar. Manövrierbarkeit. Was? Sie sind sehr wendig. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal kurz die Richelieu an. Ich glaube, die habe ich nämlich vergessen gehabt. Moment, da. Dass wir sie uns zumindest mal angucken, da hatte ich halt auch wieder in der Vorahnung ein bisschen recht, dass die Richelieu Nummer 7 wird und die Jean Bart wird es dann als Premium-Schiff geben und ich denke mal auch wieder als Auftrag, so wie bei der Tirpitz auch. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schiff und ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Wie gesagt, ich bin da jetzt mal ein bisschen schneller durchgegangen, weil ich euch auch nicht zu sehr spoilern möchte. Lasst euch überraschen und ich komme jetzt die Tage nach und nach die Schiffe dann als Video und da gehe ich dann auch wirklich in aller Ruhe drauf ein. Zu guter Schluss möchte ich euch noch sagen, wir haben jetzt einen Discord-Server, der Sven, also BlackGuru26 und ich, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Kommt gerne rein, wir würden uns sehr freuen. Umso mehr wir werden, umso schöner ist es. Und dann können wir auch miteinander chatten. Das ist ja bei PSN immer so ein bisschen doof gemacht. Das ist alles so träge und langsam. Wie gesagt, ist unten verlinkt, schaut rein und dann sehen wir uns die Tage mit der Bismarck wieder. Bis dahin, meine Freunde, macht's gut!